Jetzt live aus Köln, der Presseclub mit Jörg Schönenbaum. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind an diesem Sonntagmittag. Gut gemeint ist nicht immer gleich gut gemacht. Das gilt im normalen Leben und das gilt auch in der Politik. Und unsere Bundesregierung ist bereits die dritte, die eine auf den ersten Blick gute Idee hat, nämlich eine Grundrente einzuführen. Menschen, die lange gearbeitet, aber wenig verdient haben, besser zu stellen als Menschen, die nie in soziale Systeme eingezahlt haben. Konkret ist die Idee, dass man nach 35 Beitragsjahren in der Rente etwa 10% mehr haben soll als die sogenannte Grundsicherung, die frühere Sozialhilfe. Soweit die Idee. Die Umsetzung ist kompliziert. CDU und SPD sind tief zerstritten darüber, wie man das genau machen soll. Und vor allem die Frage, wen man in den Kreis der Begünstigten einbezieht, kann über Milliardenkosten entscheiden. In normalen Zeiten würde eine Regierungskoalition da einfach einen politischen Kompromiss finden. Aber die Zeiten sind nicht normal. CDU und SPD verlieren an Zustimmung. Beide Parteien wissen nicht, wer sie in den nächsten Jahren führen wird. Deshalb hat das Thema einige Sprengkraft. Unser Presseclub heute, der Streitfall. Wie gerecht ist die Grundrente? Und ich freue mich auf eine Runde mit diesen Gästen. Rainer Hank ist wieder bei uns. Rainer Hank, der Kolumnist der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ich begrüße herzlich Stefan Andreas Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegel. Anja Meyer ist in der Runde aus der Parlamentsredaktion der Tageszeitung Taz. Und Henrike Rosbach, sie schreibt über Wirtschaftsthemen in der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Frau Rosbach, ich habe es gesagt, das ist, glaube ich, auch unstrittig, 35 Jahre in der Rentenversicherung, 35 Jahre Arbeit. Und das Ergebnis soll sein, dass man mehr hat als Menschen, die nicht gearbeitet, nicht eingezahlt oder weniger eingezahlt haben. Warum ist das trotzdem so ein großes Streitthema? Worum geht es im Kern? Na, die Frage ist, wie man das macht. Sie haben es ja eben schon angedeutet. Also es gibt kaum jemanden in dem politischen Berlin, der dieser Idee, dieser grundsätzlichen Idee einer Grundrente nicht positiv gegenübersteht. Das leuchtet ein, dass es sich unfair anfühlt und auch unfair ist, wenn jemand eingezahlt hat in ein Sozialsystem, das eben ja auch auf der Tatsache beruht, ich zahle ein, ich krieg was raus und am Ende habe ich trotzdem nur Sozialhilfe, wenn man es jetzt mal salopp nennen will. Aber die Frage ist, wie man es macht. Es gibt einfach im Rentensystem, so wie wir es im Moment haben, gibt es diesen Gedanken nicht, also einer Mindestrente. Und darüber, ob man das jetzt sozusagen eher als eine Sozialleistung konzipiert für diejenigen, die bedürftig sind, oder ob man es als eine Rentenleistung konzipiert, unabhängig davon, ob jemand vielleicht sonst noch gut abgesichert ist, darüber wird jetzt gestritten. Und es ist quasi schon die dritte Bundesregierung. Ja, Frau Meyer, das ist der Punkt. 2009 stand das schon im Koalitionsvertrag. Und trotzdem ist es bisher nicht gelungen. Und auch jetzt ist unklar, ob es gelingt. Warum ist das so schwierig? Das ist vor allem aktuell gerade der Lage der Großen Koalition geschuldet. Also die Bedürftigkeit von Rentnerinnen und Rentnern in diesem Land wird zum Spielball zwischen den Kräften. Es ist ziemlich unappetitlich, muss ich sagen, also was man so beobachtet gerade. Und die sind so verrannt miteinander, die beiden Seiten gerade. Also auch in der Wortwahl. Ja? Also dass zum Beispiel Alexander Dobrindt sagt, die Konfettikanone von Hubertus Heil. So eine Wortwahl hatten wir zuletzt, glaube ich, unter Schwarz-Gelb. Also dass man sich bezichtigt, dass man sich klein macht gegenseitig. Und ich meine, worüber reden wir? Wir reden irgendwie über Leute, die 35 Jahre eingezahlt haben, gearbeitet haben, Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Und es wird so getan, als würde man denen aber mit höchster Not und nur bei bester Führung irgendwie doch noch was geben. Und das ist sehr unappetitlich gerade. Herr Hank, teilen Sie das, was Frau Rosbach gesagt hat, dass eigentlich niemand gegen die Idee der Grundrente ist? Also wenn ich mich als kleine Stimme melden darf, dann würde ich sagen, ich teile es nicht, weil ich finde das keine gute Idee. Und ich kann das auch begründen. Der Sozialstaat ist eine relativ komplexe Angelegenheit bei uns. Und er ist zumindest in vielen Teilen auch sehr gerecht konstruiert. Und hier, den letzten Teil von Frau Rosbach teile ich sehr. Hier werden zwei Systempunkte ineinander vermischt und raus kommt eine Mogelpackung, die alles nur noch ungerechter macht. Ich kann es kurz begründen. Die Rente funktioniert so, dass je mehr, je länger man einzahlt, umso mehr man hinterher entnimmt. Das nennt man Äquivalenzprinzip. Die Fürsorge funktioniert als Barmherzigkeit. Also der Sozialstaat lässt niemanden durch das Netz fallen. Existenz wird gesichert. Aber um Anspruch auf Barmherzigkeit zu haben, muss man bedürftig sein. Und was jetzt rauskommt, ist eine Mischung.
Konstruktion aus beiden Prinzipien, Gerechtigkeit der Äquivalenz und Gerechtigkeit der Barmherzigkeit. Und es schafft Ungerechtigkeiten. Zum Beispiel jemand, der 34 Jahre mehr eingezahlt hat, bekommt nun keine Grundrente, wenn das so kommt, egal ob mit Bedürftigkeit oder nicht und wer 35 hat. Also es bringt das gesamte System durcheinander und insofern würde ich mir wünschen, aber nach mir geht es nicht, wenn das Ganze aus dem Konflikt der Koalition rauskäme. Und wenn die sich einigen, müssen sie sich ein schöneres, ein besseres Thema dafür wählen würden. Mhm. Herr Kastorf, wie ist es passiert, dass gerade dieses Thema so in die Mühlsteine geraten ist? Also ich glaube, die SPD hat verstanden, dass sie irgendwas anbieten muss, was sie als die Partei der sozialen Gerechtigkeit mindestens erkennbar macht. Und die Grundrente ist tatsächlich das, was die Kollegin Meyer sagt, voll und ganz. Die Grundrente ist ein solches Thema. Natürlich ist es so, dass man sagt, es kann Ungerechtigkeiten geben. Ja, da gibt es keinen Kulanzparagrafen, der sagt, wenn einer 34,11 eingezahlt hat und der andere 35, dann ist es ungerecht. Aber irgendwo muss man ansetzen und es ist zutiefst ungerecht, wenn man bedenkt, was wir eigentlich haben, eine soziale Marktwirtschaft. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass wir es so aufladen, denn es gibt inzwischen ja lauter Ideen, wie man das sozial gerecht, ohne dass man einen Systembruch macht, hinkriegt. Und übrigens will ich nur sagen, Schwarz-Gelb waren die Ersten, die es versucht haben. Schwarz-Gelb, also die Vertreter des Ordoliberalismus, zu jener Zeit, 2009. Ja. Das Zweite ist, mindestens gab es Teile davon. Ja. Das Zweite ist, es gibt eine christlich demokratische und christlich-soziale Komponente da. Und ich muss ja nicht an Gaudium et Spes oder was auch immer erinnern, obwohl wir hier in Köln sind, Kardinal Höffner, andere, um zu sagen, dass es einer besonderen Beachtung bedarf, Menschen in der Alterssicherung gut zu behandeln. Und das ist ein Grundsatz, der in der christlichen Gesellschaftslehre von Höffner, der alles miteinander verbunden hat, sehr groß gemacht worden ist. Ich glaube, die Bundeskanzlerin hat da ein sehr soziales Gewissen entwickelt. Großer Freund von Höffner bin ich, Herr Kastorf. Aber die Armut, was ja Herr Heil will, die werden wir dadurch gerade nicht lindern. Weil die arm sind, das sind ja Menschen, die ganz wenig eingezahlt haben und nur kurze Zeit. Einspruch, euer Ehren. Also die Armutsquote wäre nicht zufrieden. Einspruch, euer Ehren. Die Armutsquote geht runter auf 18,4 von 21. Wenn wir das machen, was die anderen wollten, nämlich gar nichts oder weniger, dann bleibt sie bei 21, 0,4%. Verstehen Sie? Die Zahlen kann ich auch so hinbiegen. Bitte nicht mit Zahlen tot. Mir geht's ums Prinzip. Ich sage aber, sprechen auch Zahlen gegen die. Also die Studie, die Sie gerade zitieren, die sagt aber auch, dass 85% derjenigen, die von dieser Heilschen Konstruktion profitieren würden, zumindest nicht bedürftig im Sinne der Grundsicherung sind und ein im Schnitt doppelt so hohes Nettoeinkommen haben, wie die Leute, die in der Grundsicherung sind. Was ich aber eigentlich sagen wollte, Sie haben eben die verschiedenen Ideen angesprochen. Das Problem finde ich, über die verschiedenen Ideen wird gar nicht mehr gesprochen, sondern man hat in den Koalitionsvertrag etwas hineingeschrieben, was sich so nicht umsetzen lässt. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt, ist ein Problem, da steht drin, wir wollen eine Grundsicherung über die Rentenversicherung mit Bedürftigkeitsprüfung. Das funktioniert aber nicht, weil die Rentenversicherung kann keine Bedürftigkeitsprüfung machen. Die kennt diese ganzen Daten nicht, man müsste quasi eine neue Behörde. Also Rentenversicherung und Bedürftigkeitsprüfung sind zwei Welten. Genau, sind zwei Welten, haben nichts miteinander zu tun. So, und deshalb hat der Heil Rente sich ist Leistung dann, und Bedürftigkeit ist eigentlich. Genau, bei Bedürftigkeit, da wird die Wohnung geprüft etc. Ja. Das kann die Rentenversicherung nicht. Dann sah sich Herr Heil aus diesem Dilemma heraus sozusagen motiviert, etwas vorzuschlagen, was mit dem Koalitionsvertrag quasi nichts mehr zu tun hat, was sich für die SPD aber anhört wie sozusagen das sozialpolitische Ausrufezeichen, das sie sich lange gewünscht hat. Für die Union hörte es sich aber dann an wie der größtmögliche Affront, weil man aus einem klar abgegrenzten rentenpolitischen Vorhaben ein riesenpolitisches Ding gemacht hat. Und das war sozusagen die Geburtsstunde des Konflikts. Und wir konnten dann über Monate beobachten, wie der immer weiter eskaliert ist. Und um die Ideen geht es ja schon gar nicht. Ja, aber das heißt, um es zu sortieren, im Koalitionsvertrag ist damals wahrscheinlich unter Zeitdruck oder um endlich ins Bett zu kommen oder irgendwas im Papier stehen zu haben, etwas aufgeschrieben worden, was bei näherer Betrachtung so ist. Ja, genau, nicht was einfach nicht administrierbar ist, wie die Kanzlerin gesagt hat. Übrigens, was Sie gerade sagen, um kurz ins Bett zu kommen, genau, weil jetzt ist ja auch schon wieder High Noon dort im Kanzleramt. Aber tatsächlich ist
da etwas festgelegt worden. Ich habe mir das auch noch mal angeschaut im Koalitionsvertrag, was einfach nicht praktikabel ist. Was, da hat die Kollegin Rosbach völlig recht, das geht einfach so nicht. Darf ich auch noch mal widersprechen? Ich glaube das nicht so, Frau Mayer. Die Sozialämter können das, die müssen das auch machen. Ja, klar, wenn ich Sozialhilfe oder wenn ich Grundsicherung, also entsprechend Hartz IV im Alter beantrage, dann muss ich eine Bedürftigkeitsprüfung machen. Und die Sozialämter machen das, wenn man das schon will. Ich bin nicht dafür, wie ich gesagt habe. Aber dann muss man sagen, dann sollen die Sozialämter das prüfen. Dann ist Bedürftigkeit da und Einkommen und Vermögen geklärt. Und dann kann man eine Grundrente auszahlen. Ist überhaupt kein Problem. Das wollen die nur nicht. Aber das ist ein Unterschied, weil sie sagen, es ist nicht zumutbar, ins Sozialamt zu gehen. Ist aber ein Unterschied. Können sie es oder wollen sie es? Jetzt helfen Sie mir und auch unserem Publikum. Ich sehe, dass in den sozialen Netzwerken munter mitdiskutiert wird. Das Ganze noch mal schrittweise durchzugehen. Also, die Politik hat ein Problem. Das hat ein bisschen was mit der Einigung von damals, aber auch mit der Konfliktstellung der Parteien in der Großen Koalition zu tun. So, schauen wir auf die Sache. Der Grundgedanke, dass jemand, der lange gearbeitet hat, aber wegen niedrigen Lohns so wenig Geld als Rente bekommt, dass er beim Sozialamt noch anklopfen und sich was drauflegen lassen muss. Dieser Grundsatz zu sagen, nein, das wollen wir nicht, da soll auf die Rente was draufgelegt werden, ist der am Tisch einmütig oder strittig? Das will ich hoffen. Das ist strittig. Das ist das gängige System und es hat eine hohe Gerechtigkeit. Ja. Sind Sie, Herr Hank, der Ansicht, dass da was draufgelegt werden sollte als Anerkennung für eine Lebensleistung nur aus einer anderen Kasse? Also konkret geht es ja darum, kriege ich 10% mehr als der Grundsicherungssatz? Finden Sie das richtig? Geht es Ihnen nur um die Frage, aus welcher Kasse das geht? Es gibt gute Vorschläge, es mit Freibeträgen zu machen. Okay. Die kommen aus das heißt, für eine Besserstellung, Um Anreize nicht fehlzusteuern. Da bin ich aber froh. Um Anreize nicht fehlzusteuern, weil sonst ist es ja gar kein Anreiz, auch zu arbeiten, und sei es nur eine geringe Zeit. Darf ich noch einen Einschub machen, weil Sie gesagt haben, die Union sei da geschlossen, oder jedenfalls haben Sie den Eindruck erweckt, als sei die Union geschlossen gegen diese Grundrente. Das stimmt nicht. Die CDA, immerhin die Sozialausschüsse der CDU, nicht ganz ohne Wert und nicht ganz ohne Stimme, haben sich der Sozialdemokratie angeschlossen und haben auch einen Vorschlag gemacht, aufgrund der Steuerdaten, also dessen, was man so sehen kann, die Grundrente zu berechnen. Und es ist schon so, dass die Grundrente, also die Rente im Durchschnitt, also bei den Niedrigverdienern vorher bei 864 Euro liegen, natürlich auch wirklich erschreckend wenig ist. Und wenn ich das vergleiche mit der Grundsicherung, da sind 10% draufzulegen, wirklich nicht so schwierig. Und ich kann nicht glauben, dass wir bei einem Bundeshaushalt von 356,4 Milliarden Mark keine anderen Prioritäten setzen können und deutlich machen können, dass wir diese Menschen nicht zurücklassen, die 35 Jahre verdammt nochmal eingezahlt haben. Herr Christoph, wie Sie mit der Kasse Prioritäten, Prioritäten, Posterioritäten. Dann muss ich eben irgendwas lassen. Aber bei 356,4 Milliarden kann mir kein Mensch erzählen, dass man nicht 3,8 Milliarden, letztes Argument, dafür aufwenden kann, wo die Mütterrente gerade Ich versuche noch mal Schritt für Schritt vorzugehen. Also Einmütigkeit bei der Frage Besserstellung bei einer guten Lebensleistung, was auch immer das ist. Frau Mayer, jetzt gehe nur mal in Stichworte rein. Bei Twitter, Tom de Belfort schreibt, warum nicht schon nach 30 Jahren das Ganze gewähren? Das ist auch eine Lebensleistung. Warum erst nach 35 Jahren? Fred Thorn schreibt, die Grundrente muss deutlich höher sein. Außerdem muss man auch, wenn man krank war, die Jahre anerkannt bekommen. Ja. Andere User schreiben, warum überhaupt Lebensleistungen unterschiedlich bewerten? Das heißt, da ist so eine Büchse der Pandora geöffnet. Ja, wo genau fängt die Ungerechtigkeit an? Die Ungerechtigkeit ist doch immer quasi dabei. Sie werden nie eine Lösung finden, die allen jederzeit und in allen ihren Lebenssituationen gerecht wird. Jetzt liegt dieser Vorschlag auf dem Tisch. Und es geht um Leute, die 35 Jahre gearbeitet haben und die diese Grundrente brauchen, nämlich weil sie schlecht verdient haben. Das ist also ja nicht 35 Jahre sind aus Ihrer Sicht die richtige Grenze. Das ist die Grenze, über die wir jetzt diskutieren. Also ich würde jetzt auch nicht, ich bin keine Volkswirtin oder so, ich würde jetzt auch nicht, oder Rentenexpertin, die jetzt irgendwie sagt, da geht's los und da hört's auf. Das sind gerade dieses Zugestehen, gerade so mit harter Hand, hier ein Groschen und da ein Groschen, und weist mal nach, dass ihr überhaupt
würdig seid von der, was Sie sagen, Barmherzigkeit, Entschuldigung, das sind Leistungsträger dieser Gesellschaft. Das sind alte Leute, die haben dieses Land mit aufgebaut und über die reden wir jetzt, ja. Und wenn es zu dieser Grundrentenüberprüfung käme, dann wie bei Hartz IV zum Beispiel, müssten diese Leute ihr Auto abschaffen. Ich meine, das ist nicht sozial und nicht wertschätzend. Weil darüber wird ja auch gar nicht mehr, also das ist ja auch eine Extremposition, die ja auch kaum jemand vertritt. Also erstmal würde ich sagen, Sie haben eben gesagt, das sind Leute, die haben wenig verdient. Zum Teil ja, aber zu einem sehr großen Teil werden Leute diese Grundrente bekommen, die vielleicht gar nicht so schlecht verdient haben, die aber einfach sehr wenig gearbeitet haben, nämlich lange in Teilzeit. Und ich finde es schon fragwürdig. Teilzeit ist keine Arbeit? Doch, aber es ist eben nur Teilzeit. Und das ist sozusagen ein Lebensmodell, das man aus verschiedenen Gründen gemacht hat. Ich würde sagen, für Alleinerziehende, da haben wir sowieso ein grundsätzliches und ganz anderes Problem. Aber die klassische Ehe, wie sie über Jahrzehnte funktioniert hat, entweder sogar nur Alleinverdiener oder einer verdient viel, in der Regel der Mann, und die Frau verdient ein bisschen Teilzeit mit. Dieses Modell wird durchs Ehegattensplitting schon sehr stark befördert und würde durch die Grundrente nochmal befördert. Und ich finde es nicht gerecht, wenn jemand, der 35 Jahre in Teilzeit gearbeitet hat, in einem mittelmäßig bezahlten Job, am Ende eine höhere Rente bekommt, als jemand, der 34 Jahre und 11 Monate in einem schlecht bezahlten Job Vollzeit gearbeitet hat. Der hat mehr gearbeitet, mehr in die Rentenversicherung eingezahlt und kriegt am Ende weniger Rente. Und ja, es gibt immer Ungerechtigkeiten im System, aber in diesem Grundrentenmodell sind einfach so unglaublich viele Ungerechtigkeiten, dass ich finde, dass es nicht bestehen kann. Ich finde interessant, dass all diese Leute, die mit diesen 34 Jahren und 11 Monaten, die müssen jetzt immer herhalten dafür, dass das nicht funktionieren kann. Ja. Und das Modell der quasi Zuverdiener-Ehe oder der Teilzeit und so, worüber reden wir da? Wir reden über das alte westdeutsche Modell, der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause, macht irgendwie die Kinder, dann steigt sie wieder ein, hat einen Teilzeitjob und das ist trotzdem ein wertiges, ein gutes Leben. Ja, und ich finde, aber diese Frau ist oft auch abgesichert. Nein, aber wir reden hier auch 3/4, soweit ich weiß, der Berechtigten wären Frauen. Und das sind eben genau diese Frauen, die irgendwie zu Hause geblieben sind, die in den Kirchengemeinden gearbeitet haben und nebenbei gesagt sehr viele Menschen in Ostdeutschland. Herr Kastorf, Herr Hahn. Ja. Drei Punkte. Erstens, die Grundsicherung, von der immer geredet wird, die man noch ein bisschen aufstocken müsse, ist Hartz IV für Senioren. Zweitens, natürlich werden von denen, über die wir jetzt hier reden, sind das die Leute, die in Mini- und Midi-Jobs nach der Hartz-Agenda-Gesetzgebung erst zustande gekommen sind. Denen wird entgegengekommen, das müssen wir unbedingt tun. Nein, die Minijobs sind nicht da drin, denen wird nicht geholfen. Midi- und Minijobs. Nein, die Minijobs sind nicht drin, das reicht nicht. Man braucht eine bestimmte Anzahl von Rentenpunkten und die erreicht man mit Minijobs nicht. Die sind nicht. Hat sie recht. Okay, lassen wir stehen, Herr Kastner. Ja, wir können jetzt mit den 0,8 kommen. Ich soll ja nicht mit Zahlen erschlagen, aber ein wichtiger Punkt ist, 80% derer, dass das nicht von selbst einleuchtend ist. 80% derer, die da betroffen sind, sind Frauen. 80% sind Frauen. Da wird etwas Gutes getan und etwas geheilt, was vorige Regierungen angerichtet haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das strittig ist. Und ich sage nochmal, dass die Bundeskanzlerin von Deutschland, die mindestens rechnen kann, also als Physikerin, die können rechnen, sagt, das andere ist nicht administrierbar und das andere ist nötig, weil wir nicht an die Villenbesitzer denken, sondern an die Bäcker, an die Reinigungskräfte, an die Kassiererinnen, an die Leute, die wirklich harte Arbeit geleistet haben. Also, dass die vollkommen fehlliegen sollte, kann ich mir überhaupt nicht verstehen. Also, wir können natürlich den ganzen Sozialstaat umdrehen, kann man alles machen, aber der Sozialstaat sagt, wer nicht arbeitet, hat keinen Anspruch auf Rente. So ist das. Und nun können wir nicht im Nachhinein sagen, es tun uns Menschen leid, die nicht gearbeitet haben. Deswegen, Sie haben gerade gesagt, es seien vor allem die Frauen, die nicht gearbeitet haben. Wenn Sie ihr Lebensmodell anders gestaltet haben, das sind doch freie Entscheidungen. Und wenn sich das jetzt ändert, wunderbar, damit steigen auch die Ansprüche an die Rentenversicherung. Alles andere fällt in eine andere Kategorie. Und es geht nicht nur um Systematik und Kategorien, es geht um Gerechtigkeit. Wie bewerten Sie dann die Mütterrente, die der erste Systembruch war, die durchgesetzt worden ist von CDU und CSU? Na klar, diese große Koalition hat in einem Maße Rentner privilegiert, wo man sich fragt, warum es nicht schon lange einen Aufstand der Jungen gibt. Die Mütterrente kostet 11 Milliarden, die Rente mit 63, völliger Irrsinn, wo die Menschen eher länger arbeiten wollen, können und sollen, kostet nochmal 3 Milliarden. Und jetzt kommen wir mit der Grundrente, je nachdem,
dem, was da heute rauskommt, na, sagen wir zwischen 1 und 3 Milliarden auf Dauer, sodass die Große Koalition allein mit Altersleistungen den Steuerzahler, um den geht es ja, der Rentenzahler soll es ja nicht zahlen, um, sagen wir, 15, 16 Milliarden belastet. Das ist schon mal eine Hausnummer. Man kann ja vielleicht mal darauf hinweisen, also so ein Modell, wie Herr Heil es jetzt vorschlägt, das gab es ja schon mal. Das war unter anderem die Rente nach Mindestentgeltpunkten. Und das war letztlich eine Aufwertung von relativ gut bezahlter Teilzeittätigkeit. Es wurde wieder abgeschafft, als man durch die Anerkennung von Kindererziehungszeiten gesagt hat, dieses Problem, das hauptsächlich Frauen betrifft, haben wir dadurch ein wenig geheilt. Jetzt versucht man das wieder einzuführen, aber diesmal auf Dauer, nicht nur rückblickend für die, die sozusagen in dieser Situation waren, sondern auf Dauer und auch für heutige Generationen. Und es gibt einfach bessere Modelle. Ein besseres Modell wäre ein Freibetrag, weil dann eben gerade nicht diese gut verdienenden Teilzeitkräfte, die anders gut abgesichert sind, durch Sozialbeiträge und Steuern, denn der Plan ist ja auch, das eben nicht nur über Steuern zu finanzieren, aufgewertet werden. Und ich finde das richtig. Aber nun steht nun mal im Koalitionsvertrag diese Idee, dieser Vorschlag. Nein, im Koalitionsvertrag steht genau die Idee, 10% über Grundsicherung. Mhm. Und 10% über Grundsicherung erreicht man in einem Freibetrag. Bei Heilsmodell erreicht man nicht 10% über Grundsicherung. Bei Heilsmodell bedeutet es, dass eine Friseurin, die eine bekommt ihre Rente verdoppelt und die andere, die einen Monat weniger bearbeitet hat, hat eine halb so hohe Rente. Darf ich noch mal eine Frage stellen? Was würden Sie sagen, wenn die sich darauf verständigen, was ja passieren kann? Also wir nehmen das, was da zusätzlich notwendig ist an Geld für 2,9 Millionen Menschen. Von 83,79 Millionen Menschen, 2,9 Millionen Menschen nehmen wir aus der Finanztransaktionssteuer und wir erhöhen die Mehrwertsteuer, zum Beispiel für Hotelübernachtung von 7 auf 19. Darf ich die Diskussion in eine andere Richtung lenken? Unsere Runde zeigt, wie kompliziert dieses System der Rentenversicherung ist. Ich glaube, jeder, der für sich irgendwann vor dem Ende der Arbeitszeit versucht, das zu verstehen, hat Probleme genug. Die Politik versucht, ganz viele Lebenssituationen über die Rente zu regeln. Sie haben selber schon, Herr Hank, aufgezählt, die Mütterrente, die Rente mit 63, die eingeführt worden ist von der vorangegangenen Bundesregierung. Hinterbliebene sind besser gestellt. Die Ostrenten werden 2025 angeglichen. Wir haben also in den letzten Jahren eine Politik, die Rentenleistungen kontinuierlich ausgeweitet hat. Im Bundeshaushalt werden im nächsten Jahr etwa 100 Milliarden Steuermittel stehen als Zuschuss für die Rentenversicherung. Und das ist grob ungefähr ein Drittel der Gesamtrenten, die ausgezahlt werden. Also das heißt, wir haben heute dort einen Topf, der zu etwa 2/3 von Unternehmen und Arbeitnehmern gefüllt wird und zu etwa 1/3 vom Beitragszahler. Wie viel kann dieses Rentensystem leisten? Kann es die armen, lange gearbeitet Habenden noch unterstützen? Kann es die Mütter noch mehr unterstützen? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Also ich finde, das Rentensystem darf diese Grundrente auf keinen Fall finanzieren. Die muss 100%ig aus Steuern finanziert werden. Wenn man der Meinung ist, und dieser Meinung sind sehr viele, nicht nur in der Bundesregierung, dass man langjährige Niedrigverdiener, so um diese Gruppe geht es ja, dass man die im Alter besser stellen will, aus Fairnessgründen gegenüber langjährigen Nichtarbeitern sozusagen. Wenn man das will, dann ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und die muss über Steuern finanziert werden. Es kann nicht sein, dass man da wieder, wie bei der Mütterrente, Selbstständige außen vor lässt, Beamte außen vor lässt in der Finanzierung. Und genau das ist aber zum Teil geplant. Also das Finanzierungskonzept, zumindest das, was bislang bekannt ist, setzt eben nur zu einem Teil auf Steuern und dann noch auf Steuern, die es noch nicht gibt, wie eben die Transaktionssteuer. Und zum anderen Teil setzt es auf Einnahmen aus den Sozialversicherungen und das finde ich nicht in Ordnung. Ja, da schließe ich mich an. Also das ist, sehe ich auch steuerfinanziert, aber ich bin da auch keine Expertin, das muss ich sagen. Also das glaube ich, da haben hier die Kolleginnen und Kollegen mehr Ahnung von Zahlen. Ja. Also mir fallen zwei Dinge ein, wie man das Rentensystem stabilisieren kann. Das eine ist, kann man nicht genug loben, eine Leistung von Rot-Grün, nämlich die Lebensarbeitszeit zu verlängern. Jetzt sind wir bei 67. Die Bundesbank hat, es gab viel Shitstorm dazu, vor kurzem vorgeschlagen auf 29. Aber das ist ja gekoppelt an eine Erweiterung der Lebenszeit. Also wir gewinnen Leben und müssen dafür stückweise mehr arbeiten. Das Zweite ist aber Stichwort Arbeit, 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 Arbeit. Weil wie speist sich das Rentensystem? Doch durch Arbeitseinkommen. Dass wir jetzt tatsächlich ein bisschen ein Problem haben, liegt daran, dass es in den 90er und Nullerjahren in Deutschland eine hohe Arbeitslosigkeit gegeben hat. Im Moment haben wir
annähernd Vollbeschäftigung ist vielleicht den Mund zu voll genommen. Und wir ahnen ein bisschen, es kommt Strukturwandel und es kommt Konjunkturwandel. Aber Arbeit ist das Zentrum zur Finanzierung unserer Sozialsysteme. Das ist, und da helfen solche nachgelagerten Subventionierungen nichts im Vergleich zu einer guten Beschäftigung. Und die Menschen sind auch noch zufrieden. Ich versuche meine Frage nach der Tragfähigkeit des Rentensystems noch mal anzuspitzen. Bei Twitter schreibt S. Steele, ich bin Softwareentwickler, Akademiker, 31 Jahre. In meinem Bekanntenkreis hat kaum jemand mehr Vertrauen in die Rente. Wird Zeit für ein strategisches Konzept. Also wie tragfähig ist das Rentensystem, auf das all diese Dinge jetzt aufgeschildert werden? Also angenommen, es würde steuerfinanziert, wird die Rentenversicherung nicht weiter belastet. Also Finanztransaktionssteuer kommt vielleicht doch mal und die Mehrwertsteuererhöhung kommt vielleicht dann auch noch mal. Das ist ja ein altes Thema. Dann müssen wir den Fehler heilen, dass mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden. Das ist eben auch eine Folge von Hartz und anderem. Nur ein kleiner Rückgriff. Gestern hatten wir den 9. November 1989 gefeiert. Und meine Erinnerung ist, dass in der Folgezeit all das, was geschultert werden musste, ja nicht einfach so vom Himmel fiel, sondern dass die Rentenversicherung unfassbare Lasten auf sich genommen und trotzdem zur Hochstrecke gebracht hat. Heißt, unser Rentenversicherungssystem ist offensichtlich unfassbar leistungsfähig. Und natürlich gibt es lauter Staatsverschuldung, Herr Gasthaus, war vor allem Schulden. Nicht nur. Und ich glaube, dass es enorm leistungsfähig ist, wenn wir eben ein paar Grundprinzipien beachten. Da sind wir wahrscheinlich gar nicht alle auseinander. Ich sage nur, dass wir diesen Menschen, und das lässt sich finanzieren, die bedürftig sind, dass wir diese Leute, dass wir das finanzieren können und müssen, weil es ein Akt sozialer Gerechtigkeit ist, schon gar im ersten Tag nach dem 9. wenigstens die Bedürftigen. Aber eben, wenn Sie die bedürftig sind, vorhin hatte ich Sie so verstanden, dass Sie eben gerade nicht die sind auf die Bedürftigkeit Wert legen. Ich rede jetzt nicht von der wirtschaftlichen eingeengten Variante Bedürftigkeit, sondern ich sage, dass diese Menschen dieser Fürsorge bedürfen. Ja? Also ich sage jetzt nicht, dass das ein ökonomischer Begriff ist, sondern ich sage, dass die Anspruch darauf haben. Und dass ich glaube, dass dieser Sozialstaat, der wir sind, eine soziale Marktwirtschaft, sich versündigt, wenn das nicht tut. Wenn die relativ Reichen subventionieren, das soll er ja gerade nicht tun, dann die Armen. Und die kriegen wir nicht. Ja. Das ist einfach, beißt keine Maus, kein Faden ab. Frau Meier, das finde ich ist eine spannende Frage. Also wenn wir das System schon strapazieren, treffen wir die Richtigen? Ja, im Moment nicht, würde ich sagen. Also ich finde auch, Finanztransaktionssteuer wäre fällig. Aber wie man jetzt zum Beispiel sieht, gibt es ja in den Verhandlungen innerhalb der Großen Koalition, gibt es, glaube ich, schon die Union, hat schon angemerkt, also vielleicht einigen wir uns, aber dann möchten wir was bei den Unternehmenssteuern irgendwie zurückhaben. Also es hat immer so ein bisschen, wir teilen euch was zu, aber wir nehmen uns auch was dafür. Aber wenn Sie mal, was ich unbedingt sagen wollte noch zu diesem Zuschauer, der sich da gemeldet hat, so, ich glaube nicht mehr an die Rente. Das ist ein Aspekt, da hat er vollkommen recht. Es geht auch um den sozialen Frieden in diesem Land, um das Staatsvertrauen. Und das setzt diese Koalition gerade aufs Spiel mit dieser unwürdigen Debatte, mit dieser Knausrigkeit. Ja, also dieses Land ist nicht knausrig, aber keine misstrauisch. Keine Sozialausgaben ist keine Knausrigkeit. Entschuldigung, aber diese Misstrauensdebatte, ich finde das unerhört, wirklich. Ich wohne in Berlin und im Regierungsviertel laufen die Leute rum und sammeln Flaschen. Das ist die Realität. Und ich sitze. Mag sein, aber es sind keine Rentner. Also wir identifizieren eine Gruppe als besonders bedürftig, die es nicht ist. 3% Altersarmut im Moment, Die Leute bräuchten doch die Grundrente nicht, wenn sie ausreichend Rente hätten. Herr Hank, Frau Meier, ich versuche es nochmal. Ja, ich schaue ja mit einem Auge so ein bisschen die Diskussion, die uns auch im Netz begleitet. Und ich lese viel Verständnis dafür, Menschen zu helfen, die es nötig haben. Unter dem Stichwort Bedürftigkeit kommt aber immer wieder die Frage, die Sie auch schon am Tisch hatten. Also Mütterrente, Kindergeld, was nicht nach Bedürftigkeit geht. Also da geht's ja jetzt mal gesponnen. Also die Mütterrente auf die zu begrenzen, die bedürftig sind in einem gewissen Rahmen und das Geld dann zu nehmen, um die Grundrente zu erhöhen, wäre das ein Weg, den Sie unterstützen würden?
Also das ist ja wieder, das wäre ja wieder die Debatte, wir nehmen euch was weg. Also ja, den einen geben denen, wir und dann nicht brauchen. Ja, genau. Ne? Aber also wer sagt denn, dass sie es nicht brauchen? Ja. Also ich mach's mal konkret. Ja? Meine Tochter lebt in Bayern und die hat eine Tochter bekommen und dieses Kind bekommt, nur weil es in Bayern geboren ist und dort lebt, 2 Jahre lang jeden Monat 250 Euro, nur weil es eine kleine Bayerin ist. Da wird nicht geguckt, ob die Eltern Studierende sind, ob die Hartz IV bekommen, ob die Wohngeld bekommen. Das ist, weil die CSU gerade in Nöten war, kurz vor der Landtagswahl. So geht's, ja? Da geht es ganz schnell, ganz unbürokratisch und eigentlich so, wie man mit Menschen auch umgehen müsste. Ich komme trotzdem noch mal auf meine Frage zurück, weil sie offenbar einige Zuhörer und Zuschauerinnen beschäftigt. Also der Sozialstaat würde überlegen, denen, sag mal, die Mütterrente objektiv nicht brauchen, ja, weil es für sie einfach noch ein Urlaub mehr ist, zu nehmen und es zum Beispiel denen zu geben, die nur 30 Jahre gearbeitet haben. Damit wird ja, also das wird, ist ja immer so so eine Neiddebatte in Deutschland. Und ich habe mich auch gefragt, ob es nicht einfach möglich wäre. Also Herr Bouffier hat das ja gemacht mit seiner Frau, die ja die Grundrente nicht bräuchte und so. Dann kann man nur sagen, Herr Bouffier und Frau Bouffier, spenden Sie doch Ihr Geld. Geben Sie es her. Sagen Sie, Sie brauchen es. Ja, aber das kann ja nicht sein, dass man ich war gegen die Einführung der Mütterrente, weil ich, es ist ein extrem teures Rentenprojekt und vermeintlich hat man damit eine Ungleichbehandlung von Müttern mit Kindern, die vor 1992 und danach geboren sind, angeglichen. Aber es gab eben für die Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren sind, andere Vorteile in der Rentenversicherung, unter anderem die Rente nach Mindestentgeltpunkten. Man kann das nicht rückabwickeln. Das ist illusorisch. Das ist ein völlig anderes Paket. Das ist eine andere rentensystematische Entscheidung, die getroffen wurde. Das kann man nicht rückabwickeln. Das geht nicht. Und man kann aber eine Grundsicherung schaffen, die denen hilft, die es brauchen, damit sie rauskommen aus der Grundsicherung. Aber dann muss es trotzdem über die Grundsicherungsämter abgewickelt werden. Man könnte sich aber zum Beispiel überlegen, dass man eine neue Sozialleistung schafft, die heißt dann Grundsicherung im Alter oder irgendwie anders und hat vielleicht ein bisschen andere Voraussetzungen als Hartz IV. Wohneigentum wird nicht berücksichtigt, keiner muss aus seiner Wohnung raus. Ob der jetzt ein Auto fährt oder irgendwie 15.000 Euro auf dem Konto hat, wird nicht überprüft, sondern man geht zum Grundsicherungsamt und dann wird geguckt, Einkommen, Partnereinkommen, vielleicht noch Mieteinnahmen oder private Altersvorsorge oder eine kapitalausschüttende Lebensversicherung, sind alles Sachen, die übrigens jetzt nicht berücksichtigt werden bei dem Kompromiss, der vermutlich kommt. Das sind ja Dinge, die die Menschen angespart haben in ihrem Leben als Sicherheit für die Rente später. Ja, genau. Aber und dann wird geguckt, wie ist das und ist da eine Bedürftigkeit und dann kriegt man unbürokratischer und großzügiger als bei Hartz IV einen Prozentsatz seiner Rente on top. Ja, kommt damit aus der Bedürftigkeit raus, kommt damit aus der Grundsicherung raus, ist besser gestellt als alle, die nie gearbeitet haben. Und das wäre eine deutlich sauberere Lösung, mit der jeder sozusagen individuell nach dem, was er auch angespart hat über Rente und so weiter, dann im Alter was davon hat. Aber darüber wird nicht mehr drüber gesprochen. Das ist ja eigentlich gar keine rentenpolitische Debatte, die mehr geführt wird. Das ist eine parteipolitische Debatte geworden. Und man hat den Eindruck, es geht jetzt nur noch darum, retten wir die Koalition mit einem Kompromiss und nicht finden wir den bestmöglichen Kompromiss. Es hat so eine Art Koalitionstherapie hat da eingesetzt. Und das finde ich ehrlich gesagt für Sozialpolitik, die teuer ist und die für viele Menschen sehr bedeutsam ist, wirklich fatal. Und wenn jetzt noch sowas kommt wie, dann kriegen wir aber ein bisschen Steuersenkung und Unternehmenssteuern. Ich meine, also noch offensichtlicher kann man den Charakter eines Kuhhandels ja dann wirklich nicht mehr zutage fördern. Lassen Sie uns, das war jetzt ein Plädoyer für eine andere Konstruktion, das Sie gerade vorgetragen haben. Lassen Sie uns die verbleibende Zeit in der Sendung nutzen. Während wir hier sitzen und diskutieren und ringen, passiert im Kanzleramt in Berlin vielleicht das Gleiche oder genau etwas Ähnliches. Nicht? Also dort sitzen jedenfalls die Koalitionsvertreter zusammen. Und Herr Kastorf, ist es wirklich so, dass der Fortbestand dieser Koalition daran hängt, ob man jetzt die Kraft hat, sich in dieser Frage zu einigen? Also ich will mal schwer hoffen, nein. Also ich will hoffen, dass der Wert des Kompromisses in der Politik nicht völlig ad absurdum geführt worden ist. Politik ist immer Kompromiss. Und wenn du etwas als richtig erkannt hast und die SPD das anständig argumentieren kann und die Union dann auch auf die hört, die in ihren eigenen Reihen dafür werben, dann muss es möglich sein, hier einen Kompromiss zu finden. Also die wären schön verrückt, wenn sie es daran scheitern ließen. Sie wären schön verrückt, denn auch die Union wird Wählerinnen und Wähler verlieren, weil es da immer noch diejenigen gibt, die das so sehen wie die Kanzlerin oder wie die CDA. Das ist
das eine. Und das zweite ist, sie haben schon noch ein bisschen was zu tun. Und ich glaube nicht, dass Olaf Scholz, der ja gerne SPD-Vorsitzender werden würde, dass der ein Interesse daran hat, dass diese Koalition sich verflüchtigt. Denn das sieht gar nicht gut aus für ihn dann. Ist das Thema, Frau Meier, denn der Rettungsanker für Parteien, CDU und SPD insbesondere, die seit der Bundestagswahl einen Rekordtief nach dem nächsten erreichen, die jetzt in der politischen Stimmung bei Werten sind, von denen Sie nie albgeträumt hätten? Nie albgeträumt, genau. Ja. Nee, das denke ich nicht. Also das ist jetzt so ein, Komplex, wie so eine schwerende Krankheit. Das muss jetzt gelöst werden, ein Schnitt gemacht werden und dann verbunden und geheilt werden. Aber das bedeutet nicht, dass diese Koalition am Ende mit ihren Krisen ist, meiner Meinung nach. Es ist ja auch nicht so, dass plötzlich sich der Himmel auftut und Geld auf die Menschen regnet anschließend. Ja, also die sozialen Probleme bleiben ja. Die niedrigen Löhne bleiben. Das sind ja alles keine Fragen, die damit gelöst werden. Mhm. Insofern, und was ich auch sagen muss, was ich beobachte, ist, ich habe den Eindruck gerade, dass es gerade interessanterweise in der Union durchaus Kräfte gibt, die das gerne ein bisschen eskalieren möchten, weil sie nämlich auch die Parteivorsitzende und die Kanzlerin gerne ein bisschen schädigen möchten vor dem Parteitag der CDU. Es geht meiner Meinung nach das nicht heißt, nur um der die... Machtkampf und die ja, Sachfrage. Genau, es geht nicht nur um die SPD, die sich ein neues Vorsitzenden-Duo wählt, sondern auch um die Union gerade. Stimmt. Herr Hank? Also der Kompromiss, der jetzt offenkundig diskutiert wird, der ist vollends absurd, aber so ist es manchmal bei Kompromissen. Einkommen zu berücksichtigen, Vermögen nicht. Das ist eine völlig willkürliche Trennung, die zum Beispiel nur ein Beispiel die Folge hat, wenn Sie sich eine Lebensversicherung kapitalisieren, also sie als Ganze auszahlen lassen, dann ist es Vermögen. Wenn Sie sie verrenten, also jeden Monat eine Leibrente bekommen, dann ist es Einkommen. Das zeigt, dass diese Lösung mit der Sache und Gerechtigkeit nichts zu tun hat. Aber also ich vermute auch, es wird einen Kompromiss geben, aber je mehr Einheit in der Großen Koalition, je mehr Zweiheit auf jeden Fall in der Union. Weil das ist ein, aus Sicht von Friedrich Merz und allen Anhängern mit guten Gründen ein weiterer Schritt zur Sozialdemokratisierung der CDU. Das kann man nicht anders das sagen. Haben die noch andere Mittel, indem sie zum Beispiel ihre Chefin beschädigen? Ja, aber es wird die Zerreißprobe in der Union eher verstärken. Also das ist wirklich eine Falle im Moment. Wo ist die Zerreißprobe? Ich würde auch sagen, dieser Kompromiss, so er denn heute zustande kommt, der trifft die Union natürlich in einer Phase, die ist jetzt in einer viel schwierigeren Situation als vielleicht noch so Anfang des Sommers. Also es hat ja lange funktioniert, in der Union bestimmte Fixpunkte abzuräumen. Das wurde immer mitgetragen, manchmal zähneknirschend, aber es wurde mitgetragen. Die Wahlergebnisse haben ja wenigstens noch gestimmt. Jetzt stimmen die auch nicht mehr und man hat den Eindruck, das könnte jetzt so der eine Kompromiss zu viel sein. Also deshalb ist die aus Sicht der Union, aus Sicht derer, die in der Union sich eine Union wünschen, die mehr bei Friedrich Merz liegt als bei Angela Merkel. Weil die Union über Jahre der SPD vermeintlich oder tatsächlich viele sozialpolitische Leistungen gegönnt hat? Nicht nur deshalb, sondern auch, weil die Union oder vor allem die CDU unter Merkel sich natürlich den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen auch irgendwie angepasst hat. Ja? Also Wehrpflicht, gleichgeschlechtliche Ehe, Atomkraft und so weiter. Das waren alles Dinge, wo die CDU früher genau wusste, wenn man da nachts jemand geweckt hat, wofür steht die CDU, konnte das jeder CDU-Anhänger runterbeten. Durch die Modernisierung der Partei, durch das sozusagen Anpassen an eine sich verändernde Gesellschaft sind eben manche in der CDU so ein bisschen verrückt worden, von ihrem ursprünglichen Ort wegbewegt. Und da kommen nicht alle so gerne und so freiwillig mit. Und diese Brüche, die werden jetzt immer sichtbarer. Und das ist einfach so, dass jetzt viele einfach zunehmend nicht mehr gewillt sind, das jetzt auch noch. Das ist sozusagen der Spruch derer, die jetzt den Kompromiss ablehnen. Herr Kastorf, teilen Sie das aus Sicht der Union vielleicht Kitt für die Koalition, wenn man sich einigt, aber Sprengkraft für den Machtkampf in der CDU? Also erstmal, dass wir jetzt dieser großen Koalition allmählich auch alle müde werden, weil die so furchtbare Sachen diskutieren und wie sie es diskutieren, das ist das eine. Das andere ist, zur Sprengkraft will ich nur sagen, Angela Merkel hat die Union moderat gemacht. Also ich weiß, Sozialdemokratische Union Deutschlands, SDU. Nein, auf der anderen Seite ist, dass die ganz harten Konservativen, die sterben aus.
Ja, das ist, also Merz vertritt Positionen von 1994. Der ist total sympathisch, aber der vertritt Positionen von 94. Aber in der Jungen Union hört sich das ziemlich ähnlich. Ja, die Junge Union ist aber nicht die machtvollste. Ja, aber ist nicht die machtvollste Gruppe innerhalb der Union. Ich glaube, dass die Wählerinnen und Wähler, die Jüngeren, die man anziehen will, die Frauen, die anderen, dass die eher bei Merkel sind, eher bei Laschet, eher bei den Moderaten. Und dass man die nicht verlieren will. Ich glaube, die Union stünde, wenn sie diesen harten wirtschaftsökonomischen Kurs, also den ökonomischen Kurs, den wirtschaftsliberalen Kurs führe, stünde die noch viel schlechter. Da. Zeigt aber, in welchem Zustand unsere sogenannten Volksparteien sind, weil, las ich heute leider Gottes nicht im Tagesspiegel, in einer anderen Zeitung, ein Mangel an Führung da ist. Wofür will ich die Wählerstimmen denn haben? Wofür möchte ich, dass die Menschen mir folgen? Das ist eine wichtige Voraussetzung guter Politik. Letzte Frage, Frau Meyer-Hank, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Also, weil Sie gerade die Jungen ansprechen, junge Wähler haben SPD und CDU praktisch nicht mehr. Die Hälfte der Wählerschaft ist 59 oder älter. Hat es insofern eine Logik, auf Rente zu schauen, um wenigstens die Klientel noch zu halten, die man noch hat? Ja, das hat eine absolute Logik, das sehe ich schon so. Natürlich, also die Union ist, wird vorzugsweise von Menschen der Bundesrepublik gewählt, der alten Bundesrepublik und teilweise von den Ostdeutschen auch. Und es geht darum, diese Klientel zu halten. Und dazu gehören übrigens nicht nur Menschen, die irgendwie ihre Frau ein bisschen mit am Zahnarztstuhl haben stehen lassen, sondern Leute, die jeden Tag arbeiten gegangen sind. Und das hat, glaube ich, die Kanzlerin auch ganz richtig erkannt. Die Frage ist, wie viel Macht sie noch hat innerhalb ihrer Koalition. Herr Hank. Stimme zu. Politökonomisch ist es, hat es eine hohe, politökonomisch hat es eine hohe Rationalität, große Wählergruppen gut zu bedienen. Denn Wählerstimmenmaximierung, das ist politökonomisch. Wählerstimmenmaximierung ist das Ziel von Politikern. Aber mit dem Gemeinwohl, der Begriff ist problematisch, aber mit dem Gemeinwohl hat es eher weniger zu tun. Das wäre meine Kritik dabei. Ich bedanke mich für die Runde. Wir sind alle gespannt in der Sache und in der politischen Entwicklung. Sie stehen jetzt vor einer schweren Entscheidung. In der ARD kommt das Europamagazin mit dem Bericht aus Brüssel und einem Interview mit dem scheidenden Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Bei Phoenix allerdings und bei WDR 5 bleiben wir am Ball mit Ihnen im Netz und am Telefon. Danke für die begleitende Diskussion auch zu Hause und schönen Sonntag aus Köln. Und willkommen zurück. Presseclub nachgefragt im Radio bei WDR 5, im Fernsehen bei Phoenix und an vielen Stellen im Netz. Fangen wir doch einfach mal in Bonn an. Dorothee Werner-Mang. Guten Tag, Frau Werner-Mang. Willkommen in der Sendung. Ja, schönen guten Tag. Meine Frage kommt noch einmal auf die Mütterrente zurück. Das ist vorhin kurz angesprochen worden, aber war für mich noch nicht befriedigend beantwortet. Herr Kastorf hatte es ja auch kurz erwähnt. Und zwar frage ich mich einfach, auch im Gerechtigkeitssinne, warum ist hier keine Bedürftigkeitsprüfung je gefordert worden? Obwohl, wenn meine Informationen richtig sind, dafür ja keine Beiträge je geflossen sind, die immerhin bei den Geringverdienern ja geflossen sind, wenn auch in geringem Maße. Und es gerade da ja nun auch Personen auch trifft, die nun nicht es finanziell vielleicht sehr nötig hätten, Ehegattinnen auch von Beamten etc. Und hinzu kommt, dass ja auch die sogar noch nicht mal aus Steuermitteln finanziert wird, sondern sogar noch aus der Rentenkasse. Und das finde ich doch eigenartig. Und bei allen Diskussionen ist es manchmal kurz angerissen, aber nie wirklich beantwortet worden. Das ist meines Erachtens doch ein Gerechtigkeitsproblem gegenüber denen, die eben diese Grundrente für sich beanspruchen könnten. Danke nach Bonn, Herr Kastorf. Dankeschön. Ja, hilfsweise. Ich setze auf Herrn Hank. Also, Mütterrente. Es gilt ja für die Frauen, die vor 92 Kinder großgezogen haben. Ja, das Thema war immer, ob die Zahnarztgattin, die Kollegin Meyer hat es angesprochen, ob die dann nicht auch davon betroffen seien. Witzigerweise war ich immer dafür, weil auch ich da ein Ungerechtigkeitsgefühl hatte. Und da wurde auch genauso wie hier hin und her gerechnet. Und es wurde jetzt gerade noch mal gerechnet. Und die Mütterrente wurde Anfang dieses Jahres erhöht. Und zwar genau auf diese 3,8 Milliarden, die genau so hoch werden die Kosten, die Grundrente kosten würde. Das bringt mich zu einem völlig neuen Gedanken. Die arme Zuschauerin muss jetzt ertragen. Das haben wir nicht erörtert, ob nicht eine Bürgerversicherung,
ein völlig neuer Weg wäre. Also wenn wir schon nicht einen völlig neuen Generationenvertrag schließen wollen, ob nicht eine Bürgerversicherung der bessere Weg wäre unter Einbeziehung der Selbstständigen, der Beamten anderer, um das, was Herr Hank, und deswegen setze ich auf ihn, wollte, eine Rentengerechtigkeit, will ich mal sagen, um die herzustellen, dass wir wirklich neu denken und es anders zusammendenken. Das ist meine Antwort auf... Okay, wir lassen das so stehen, weil ich immer verspreche, keine Debatte in dieser Runde, sondern das ist die Debatte mit Ihnen. Und da gibt es genug Reaktionen, unter anderem aus Hückeswagen in der Nähe von Köln. Maurizio Böhl am Telefon. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich glaube, mein Beitrag ist eher ein Kommentar, als dass es eine Frage ist. Ich verfolge die Debatte um die Grundrente und denke mir dabei, warum diskutieren wir über etwas, was im Endeffekt ein Anrecht ist? Wir haben ein internationales Regime, wo wir Menschenrechte haben, wo soziale Sicherung eingeschrieben ist und keine Barmherzigkeit ist, wie der Herr Hank das zum Beispiel gesagt hat. Die Frage ist nicht, wie können wir den Menschen jetzt so helfen? Das muss natürlich vernünftig ausgerechnet werden, wie diese Rente bezahlt werden kann. Aber wir müssen ja darüber nachdenken, warum haben diese Menschen nicht genug Rente? Ich habe das Gefühl, dass unsere Bundesregierung eigentlich nicht über die richtigen Fragen diskutiert. Und da kommt dann wieder, was Herr Castro auch gesagt hat, rein. Wir haben keine Führung. Die politische Führung fehlt. Und dadurch machen sich die Volksparteien unglaubwürdig. Und das führt dazu, dass sie weniger gewählt werden. Ich bin mir sicher, dass wenn vernünftige Lösungen da gefunden werden würden, dass wir auch eine langfristige Lösung im Endeffekt oder eine Vision haben könnten, wie es weitergehen kann. Ja, wobei interessant Ihre Beobachtung, Herr Böhl, aber gerade die SPD glaubt ja, dass sie wieder mehr gewählt wird, wenn sie die Grundrente durchsetzt. Natürlich, aber die Frage ist daran ja, wie weit ist die SPD zurzeit überhaupt sich im Klaren, was sie möchte? Weil wenn wir uns angucken, wenn wir uns angucken, wie die Führung von der SPD gewählt wird, und dass sich dann 6 Paare da vorstellen, die ihre Ideen vorstellen, anstatt sich einfach 6, 12 Leute in einen Raum zu setzen und ein Grundprogramm auszuarbeiten, ist dann ja die Frage, ob die SPD wirklich weiß, was sie möchte. Weil ich glaube, die Wähler sich gerade nicht dafür interessieren, wer die SPD wirklich führt, sondern welche Programmpunkte die SPD in den nächsten Jahren anstreben möchte. Und das wäre vielleicht besser gewesen, als über ein halbes Jahr darüber zu diskutieren, wer jetzt als nächstes der Leiter der SPD wird. Ja, Herr Böhl, danke. Zu Ihrem ersten Punkt, Herr Hank, kurz. Zum ersten Punkt ganz kurz. Es ist relativ gut untersucht, woran das liegt, dass Menschen eine ganz geringe Rente haben. Ein wesentlicher Punkt sind Geringqualifizierte. Also wer einfach geringqualifiziert ist, verdient wenig, sodass man sagen muss, wenn man daran was ändern will, dann ist Bildung ein großes Mittel, eine Möglichkeit, das zu verändern, weil das mehr Einkommen generiert und das wiederum eine höhere Rente bringt. Mhm. Gut, ich bedanke mich. Die Frage ist zum einen, wie geht man mit den Ursachen um für die zukünftigen Generationen und wie geht man mit denen um, die das Berufsleben hinter sich haben? Nicht? Also insofern hilft denen eine andere Qualifizierungspolitik nicht mehr. Ne? Ja. Es ist ja auch so, dass Menschen, die geringer qualifiziert sind, auch leider früher sterben, und zwar im Schnitt 10 Jahre. Es ist ja nicht so, dass die bekommt viel kürzer diese Renten. Insofern finde ich auch, das ist auch noch so ein Gerechtigkeitsaspekt dieser Frage. Das sind oft härtere Jobs, als wir in unserem ganzen Leben jemals verrichtet haben. Und ich fände es eigentlich im Sinne der Gerechtigkeit ganz gut, wenn die da mehr bekämen. Ja. Danke, Frau Meier. Danke nach Hückeswagen. Und Mülheim-Kerlich ist die nächste Station. Rosemarie Ascher. Hallo, Frau Ascher, Sie haben das Wort. Ja, guten Tag in die Runde. Sie sind dran. Ich habe die Ansicht, dass der Staat, wenn er Leistungen verteilt, das Recht hat und auch die Pflicht hat, zu prüfen, ob ein Anspruch besteht. Das betrifft die Bedürftigkeitsprüfung. Sie ist so im Koalitionsvertrag vereinbart und ich verstehe nicht, wie die SPD nach 2 Jahren das wieder anzweifelt, was dort vereinbart worden ist. Sie macht sich für mich für künftige Koalitionsverhandlungen unglaubwürdig. Okay, klares Statement. Lassen wir so stehen, danke, und gehen nach Hamburg zu Iris van Kappeln. Sie haben das Wort, Frau van Kappeln. Ja, guten Tag. Ich wollte eigentlich nur mal sagen, ich bekomme Rente und Grundsicherung. Und in der Grundsicherung bekommt man ja Freibeträge für GEZ, also man ist da befreit, für die Wertmarke, für Bus und Bahn. Man muss weniger Rezeptkostenzuzahlung bezahlen, Heizkostennachzahlung werden vom Amt getragen. Wenn man 10% mehr als die Grundrente bekommt, fällt man ja aus der Grundsicherung raus. Dementsprechend fallen dann auch die ganzen Befreiungen weg. Das heißt, unterm Strich
hat man meistens sogar weniger als vorher. Ich finde das einfach Augenwischerei. Und wer sagt, dass er die Grundrente gut findet vom Prinzip her, der hat einfach keine Ahnung. Und Minister Heil hat überhaupt keine Ahnung von seinen eigenen Grundsicherungsgesetzen. Frau van Kappeln, ich bin Ihnen dankbar. Ich habe das auch hier in unseren Reaktionen in sozialen Netzwerken gelesen. Und das ist eine spannende Frage. Also die Grundsicherung hat ja nicht nur den ausgezahlten Betrag, sagen Sie, sondern genau, auch einige Zusatzleistungen. Und die Sorge wäre, führt das am Ende dazu, dass diese 10% mehr Geld gar nicht ausgleichen, was ich an anderen Vorteilen habe. Kann jemand am Tisch was dazu sagen? Ja, also das ist, schönen guten Tag, das ist nicht so geplant. Also die Idee ist, dass man den individuellen Grundsicherungsbedarf bekommt und dass man dann zusätzlich aus seiner gesetzlichen Rente, so wie es jetzt für private Renten auch schon gilt, einen bestimmten Prozentsatz zusätzlich behalten darf, ohne dass die Grundsicherung gekürzt wird. Und dann natürlich auch ohne, dass die sonstigen Leistungen, die in der Grundsicherung gewährt werden, gekürzt werden. Es ist eine Besserstellung, es kommt on top. Okay. Ja, aber das wird ja in der Presse überhaupt gar nicht so mitgeteilt. Bei mir kommt das einfach so an, also alles, was ich bis jetzt gehört habe, dass es 10% über der Grundsicherung sind, das sind knapp 500, schieß mich tot. Ja. Ich hätte dann 600 bis 700 Euro weniger im Monat, wenn die Befreiung wegfallen würde. Nein, das ist nicht so. Und es wurde noch nie öffentlich gesagt, dass diese Befreiung dann trotzdem bestehen bleiben. Wenn Sie dazu sagen, und das stimmt, dann bin ich beruhigt. Frau van Kappeln, danke. Wichtig, dass wir das klären konnten. Wobei Frau Rosbach nicht für den Kompromiss der Koalition verantwortlich, sondern beschreibt, was im Moment Diskussionsstand ist. Nein, das ist schon richtig. Das wollte ich damit auch nicht sagen. No. Aber beim Wähler oder bei mir als Rentnerin kommt einfach nur an, dass die Minister überhaupt keine Ahnung von ihren eigenen Gesetzen haben. Naja, und Sie merken, dass auch wir Journalistinnen und Journalisten da gelegentlich an unsere Grenzen stoßen, das in den Details zu beschreiben. Also insofern. Ja, vor allem, weil die meisten Menschen nicht betroffen sind. Ja, klar, natürlich. Insofern, also danke, das war ein wertvoller Anruf für die Diskussion. Und wir gehen nach Gütersloh. Holger Piel in der Leitung. Herr Piel, bitte. Einen schönen guten Tag in die Runde. Ist die Grundrente nicht nur eine Verlegenheitslösung, weil man ja erst ab 450 Euro und einem Cent ins Renten- und Sozialsystem einzahlt? Können Sie noch mal erläutern, warum Sie dann eine Verlegenheitslösung sehen? Ich finde ja, die SPD hat ja das Hartz-IV-System eingezahlt. Und ich bezweifle da so ein bisschen, dass man es dadurch wieder gut machen will und danach nachbessern will, um die Wählermisere wieder ein bisschen auszusetzen. Kann ich was zu sagen, wenn Sie möchten? Frau Rosbach, Sie sind, haben wir schon gemerkt, in einigen Gründen, Sie haben sich wahrscheinlich tiefer eingelesen als wir alle anderen. Also es ist so, wer lange arbeitslos war oder wer nur 450 Euro Jobs hatte, der wird von der Grundrente nichts haben, weil man eine Mindestanzahl Rentenpunkte muss man gesammelt haben. Das heißt, für diese Leute ist die Grundsicherung nicht. Die Grundsicherung ist für Leute, die lange gearbeitet haben, lange eingezahlt haben, aber nicht so viel verdient haben. Das können Teilzeitleute sein. Das hat mit Hartz IV in dem Sinne nicht so viel zu tun, aber Sie sprechen den wichtigen Punkt an, dass man die Leute mit sehr großen Brüchen in der Erwerbsbiografie und die sehr schlecht verdient haben durch Minijobs etc., die erreicht man damit nicht. Das heißt also, dass die Altersarmut, die in dieser Gruppe besonders stark droht, wird dadurch nicht gemildert. Sie wird ein bisschen gemildert bei denen, die kleine Renten haben, aber bei denen, die wirklich definitiv in der Grundsicherung landen im Alter, bei denen wird die Grundrente nichts nutzen. Das ist ganz interessant. Nicht die politische Absicht ist nicht in erster Linie, die ganz armen Älteren zu unterstützen, sondern die politische Absicht ist, eine Gruppe zu unterstützen, die das Gefühl hat, viel geleistet, viel gearbeitet und ich bekomme dafür genau, nicht genug. Genau, es heißt ja auch Respektrente. Also Herr Heil hat sie ja Respektrente genannt. Es ist, soll auch gegen Altersarmut helfen, aber eben nicht. Es ist kein klassisches Altersarmutsbekämpfungsrezept. Danke. Ich würde sagen, wir gehen nach Apfeldorf. Das finde ich nicht nur interessant, weil Susanne Kunke angerufen hat, sondern weil ich keine Ahnung habe, wo Apfeldorf liegt. Ein schöner Name. Guten Tag, Frau Kunke. Schönen guten Tag in die Runde. Apfeldorf ist in Bayern, aber ich selbst bin Hamburgerin. Also gut. Ich komme von dort, lebe hier aber in Bayern.
das, was mir fehlt bei der ganzen Diskussion, sind eigentlich, ist da eventuell mal die Möglichkeit, dass man die Beamten bitte mit einzahlen lässt in dieses Rentensystem. Mhm. Dass man gleichzeitig vergisst, bei dieser Mütterrente, dass es ja sich um einen Generationenvertrag handelt. Und zwar, wenn Frauen Kinder großgezogen haben, erfüllen sie diesen Generationenvertrag. So war ursprünglich mal geplant und gedacht. Und das geht mir einfach, ich finde auch das Wort Barmherzigkeit an den Herrn Hank, das ist, also, das muss ich ganz ehrlich sagen, darüber habe ich mich heute Morgen sehr geärgert oder heute Mittag, weil es einfach nicht, es ist genauso geschmacklos, wie die, im Moment die Politik diese Rente oder die Bedürftigkeit angeht, das Thema. Und das finde ich einfach unmöglich. Das wollte ich einfach mal dazu beitragen. Gut, das ist gut, dass Sie Ihrem Ärger Luft machen. Und ja, aber ging nicht anders. Darf ich den Kollegen Hank, ich wollte den Kollegen Hank verteidigen. Ja. Barmherzigkeit ist auch eine politische Kategorie. Und tatsächlich ist es so, dass Herr Hank das nicht abwertend gemeint hat, sondern als einen Teil dessen, was man, ich habe es ganz am Anfang unserer Sendung gesagt, als Teil der christlichen Gesellschaftslehre verstehen kann. Da gibt es diesen Begriff tatsächlich. Und das wurde von dem Sozialpapst Johannes dem 23. eingeführt. Also da muss ich dem Herrn Hank mal recht geben, da wird er jetzt verhauen und das ist nicht gerecht. Oder? Das hätte ich selber nicht sagen können. Dankeschön, Herr Kastorf. Frau Kunkel, jetzt nehme ich Sie wieder in Schutz, ohne mich hier zur Partei zu machen. Also mein Verständnis dieses, bei mir klingt das Wort auch ein bisschen anders. Aber okay, gut. Also es ist zumindest ein Generationenvertrag, der erfüllt wurde. Und dieser Generationenvertrag, gerade bei Frauen, die es ja überwiegend betrifft mit der Bedürftigkeit, haben ja ihren Beitrag geleistet. Okay, sind wir wieder uneins. Ich habe danke nach Apfeldorf. Das war auf jeden Fall gut, dass wir darüber sprechen konnten. Ich will noch von Twitter von Becker Peloso vorlesen, weil es ganz oft Thema hier ist. Wie eine vernünftige Grundrente funktionieren kann, zeigen uns die Niederländer. 1200 Euro für jeden, der zwischen dem 15. und 65. Lebensjahr in den Niederlanden gelebt hat, ohne Bedürftigkeitsprüfung. Warum können wir das nicht? Das ist eine Äußerung für viele, die sagen, Grundrente, Grundsicherung, warum können wir das nicht? Tja, das ist ein großes Rätsel. Ich habe auch eine Zeit lang mal in den Niederlanden gelebt. Also das trägt dermaßen bei zum sozialen und gesellschaftlichen Frieden. Und alle Menschen, die mehr verdienen, haben ja auch die Gelegenheit, auch mehr für ihre Rente noch zu sorgen, für ihre spätere. Es ist mir auch ein Rätsel, eine super Idee. Wirklich. Also das würde hier, also es wäre was Egalitäres. Ich glaube, Herr Hank fände es nicht so toll. Aber das ist einfach ein anderes System. Wenn das ein garantiertes Grundeinkommen ist, kann man darüber reden. Aber man kann nicht einfach ein Element aus einem ganz anderen Sozialstand nehmen, weil es einem gerade auf den ersten Blick auch sehr plausibel und gerecht vorstellt, und es einpflanzen in ein komplett anderes System. Sind ja nicht nur die Niederländer, das haben ja auch andere Länder noch. Ja, deswegen wird ja auch immer wieder über garantiertes Grundeinkommen diskutiert. Aber es ist was anderes. Ja, ich muss sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir dieses Thema heute gewählt haben, auch wenn ich das Gefühl habe, wir haben mehr Fragen aufgeworfen, mehr neue Fragen angesprochen, als wir alte beantworten konnten. Aber gerade diese letzte Geschichte zeigt, wie unser Sozialsystem in sich verwoben ist und wie es schwer ist, da an irgendeiner Stelle ohne Rückwirkung auf die anderen Stellen etwas zu ändern. Danke, dass Sie dabei waren, auch im Netz. Tschüss und schönen Sonntag. Lassen Sie es gut gehen.